So, ja, willkommen back zu Carpenter, German Carpenter Let's Play. Das Let's Play mit den ganzen Verrückten, also wie ich. Müsste. Ja, doch, genau. So, was soll ich da hingegeben? Das ist das richtige Passwort. Okay. Welcome back, back. Klappe. So. Doink. Wow. So, wir brauchen erstmal diese Dinger da oben. Da müssen wir nochmal in die Sandwüste. Ich habe allerdings, muss ich zugeben, keinen Plan. Wo haben wir die roten Dinger her? Ach, wir haben noch welche. Ha, easy. Da müssen wir bloß irgendwie hochkommen. Gibt es hier eine Leiter? Habe ich eine Leiter hingebaut? Ja? Hä? Okay. Ich habe eine ungeschützte Kiste. Wow. Ich bin ja sehr überzeugt von mir. Gut, kommen wir vorauf? Nee, ne? Macht nichts. Ich packe einfach mal ein bisschen Sand hin. Dann passt das schon. Easy. Yay. Okay. Jetzt, die Seite ist fertig. Dann kommt jetzt die Seite dran. Die wird ein bisschen trickiger. Im Sinne von. Keine Ahnung. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Schräge. Diese eine Schräge, die packen wir irgendwo einmal hin. Ja, einmal und nicht mehr. Bum, bum, pow. So, okay. Einmal dahin. Bum. Jetzt Copy. Och, leck mich doch am Arsch. Och, leck mich doch am Arsch. Och, leck mich doch am Arsch. So, genau. Und jetzt können wir sie voll einfügen. Ja. Anal, penetral. Da zum Beispiel. Und da. Und da. Und da. Dann. Hä? Ach, wow, ja. Danke dafür, Angela Merkel. I hate you, you bitch. Denkst du, das ist was Besseres als ich, ja? Hä? Ah, doch, ist richtig. Fuck you. Warum fehlt der Erde? War ich das? Man weiß es nicht. Oh, ich hasse dich. Ich hasse deine gesamte Brut, Alter, geh sterben. Hä? Irgendwas passt hier gerade nicht. Das doch passt. Ja, die Reihe ist so viel. Da kommt gar nichts mehr hin. Das sah gerade so falsch aus und hier sieht scheiße aus. Habe ich Erde dabei? Nein, das liegt nicht. Leck mich. Du gehst jetzt hoch. Du gehst jetzt hoch. Ich hab dir 50 Mal gesagt, dass du da hochgehen sollst. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Oh, ich hasse dich so sehr. So sehr. Okay. Hätte man es auch geklärt. Bam. Och, komm jetzt. Ich kriege gleich meine Tage. Ich kriege gleich meine Tage. Da und da und da und da und da und da und da und
da und da. Und da und da und da, genau. Und da und da. So, halt, stopp, mehr bitte nicht. So. Drum, 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 drum. Drum, 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 drum. So, na komm, 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 komm. Jawohl. So, da kommt jetzt das da. Easy, easy. So, so. Halala. Und noch einmal. Jawohl. Okay. So. Ja, das hier war natürlich super intelligent. Das hier ist komplett falsch. Obwohl, wir können es auch so spitz machen. Weil ich dachte eigentlich eher, dass das hier einfach so einfach um die Ecke geht. So hier und dann nach da abgehen. Aber man kann natürlich hier auch ein T-Stück machen. Der geht die Spitze praktisch bis hier durch. Und endet dann halt auch einfach hier. Inwieweit das Sinn macht, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Aber man könnte es zumindest designtechnisch so machen. Ja, machen wir auch so. Machen wir so. Machen wir genau so und nicht anders. Wir könnten hier auch eine Kreuzung machen, dass wir sowohl da eine Spitze haben, als auch da vorne eine Spitze, dass hier auch natürlich auch nochmal hoch geht oder wieder runter geht. Versteht ihr, wie ich das meine? Könnt ihr meine Gedankengänge folgen, ihr Beaches? Wäre jetzt tatsächlich eine Frage, ob wir das so machen oder nicht. Und wenn wir das nicht machen, warum denn nicht? Ja doch, ich bin dafür. Oder nein, lieber doch nicht. Doch, machen wir. Einfach, weil wir es können. Einfach fucking, weil wir es können. Ja? Man muss sich auch mal Sachen trauen, ey. Was ist geschehen? Will ich sie je wiedersehen? So, so, oh, oh, oh. Du kommst weg, du auch, du auch. La la la, du hast recht. Okidoki. Geht, dann können wir nämlich jetzt hier die anderen hinsetzen, die dann irgendwie aussehen wie was der Geil was. Ja, wie jetzt? Also eigentlich müsste das Ding doch jetzt, genau. So, und dann kommt das Ding da einmal ran, hier so. Dazu muss ich aber erstmal einen bauen. Komm. Genau, den kopiere ich jetzt. Easy. So, und der wird dann jetzt hier rangebaut. Moment mal, gibt er wieder die dann zurück oder ach scheiße, ja doch, er gibt mir den Sand an der Stelle auch zurück. Ich dachte schon, der Sand ist jetzt verloren. Okay, ja, wo war ich jetzt so? Ach so, siehst du, genau, wir müssen erstmal hier diese komische Dings da unten machen. Wie habe ich das gemacht? Unten komplett durchziehen und dann halb, halb, halb. Okay. Easy, kein Problem. Da schaffen wir. Hala. Hala. So, jetzt hier in der Mitte zwei freilassen. Also kommt hier einer hin. Hier einer hin. Da einer hin und da einer hin. Das gleiche einmal hier. Da, da und da. Und wie ging es jetzt um weiter? Um war eine. Achso, ja gut. Das müssen wir denn so machen. Wow. Ja, das spricht gerade für meine Intelligenz. Leckt mich am Arsch.
So, und jetzt kommt hier die ganze Kacke einfach raus. Nein, 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 nein. Da. So, so und so. Easy. Das Ganze jetzt einmal da dran. Okay. So, und ab hier müssen wir jetzt wieder gucken, wie die Flucht ist. So, so und so. Genau. Okay. Da einer ran, da zwei ran, da drei ran. Und hier vier ran. Perfekt. So, dann hätten wir die Seite auch schon mal fertig. Jetzt kommt das nächste, das wäre dann die Seite hier. Da kommt das so und das so. Und jetzt bam, 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 bam. Ich hoffe, es ist korrekt. Yeah. Fuck you. Oh, fuck you. I hate you. I hate your mama and your daddy. So, passt. Oh, ich habe mich wehgetan. So, das kommt jetzt wieder hier einmal schön durch. La la la. Bis wann auch immer. Fuck. Der war schon zu viel. Der muss auch weg, sonst komme ich da nämlich nicht mehr rauf. So. Du kommst dahin. Du kommst dahin. So. Bin ich gerade runtergefallen? Bin ich gerade ernsthaft runtergefallen, du verfickter Ficky Fick Fick! No problemo! So, jetzt mal hier zu unserem Feld gehen. Mal wieder ein bisschen Ernte einfahren hier. Na komm. Die kann jetzt immer noch fassen, Alter! Ach, wetten, das jetzt genau im nächsten Sektor, der nicht mehr als aktiv gekennzeichnet wurde. Oder hier sind Bäume. Ja, klar, hier sind Bäume drüber. Ja. Da ist so viel Laub drüber, dass die als so dunkel markiert werden, dass hier nichts mehr wächst. Übrigens, ich könnte die ganzen Bäume mal fällen. Habe ich noch eine Eisenaxt? Nee, ne? Nee. Habe ich überhaupt Eisen in dem Let's Play? Nee, ne? Das war doch hier der Mapchen. Ja, genau, war Carpenter-Mapchen. Hier gibt's gar kein Eisen. Ja, Eisen ist hier gestorben, ey. So, jetzt einmal hier bitte. Ach komm, geht's, der feste Matt hier. Dankeschön. So, okay. Jetzt the question is, where I do. Du kommst nach da, dann wirst du kopiert und jetzt penetriert. Fuck. So, muss ich auch diese Dinger hinstellen, fällt mir gerade ein. So, das geht dann bis nach da. So. Genau, das ist das gleiche hier nochmal. Hä? Moment mal. 1, 2. Hey, fehlt einer. Easy. So.
Und jetzt habe ich mich erfolgreich ausgesperrt. Wow. So, einmal wieder hoch. Dankeschön. Digga, ist das doch kompliziert hier. Da kriegst du schon was, ne? Klar, da kommt natürlich wieder nicht rein. Och man, du. Na! Ja. Du, dahin gehen, rüberspringen, dankeschön. Patchfall, illegal Memory Access. Deine Mutter. Wird gleich im Kreuzfeuer, Kreuzgefühl. So. Ist ja schon Verschwörung hier, ey. Schwör, Alter. Schwörwalla, Bibi. So, da muss hin. Wo jetzt? Genau. So. Genau, das passt. Und jetzt noch die letzte Reihe. Daran. Daran. Hä? Ich hätte doch noch welche. Och nee, alle leer. Och nö. Also ich brauche definitiv diesen Stein. Roten Sandstein. Worüber der zu finden ist? Hab keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall erstmal wieder hier ein bisschen Sachen Sachen ausarbeiten hier. Das da. Nee, halt. Was mache ich denn da? Andersrum. Das muss da rein. Ich brauche das hier. Und das. So, wieso habe ich nur so wenig Weizensamen? Ich habe doch gerade eine riesige Menge abgeerntet hier. Aber weit geht. Easy. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg und suchen noch ein bisschen roten Sandstein. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass es in der Richtung was gab's. Zumindest sind wir letztens in diese Richtung gelaufen und dadurch ein Erfolgserlebnis. Was das für ein Erlebnis war, ich habe keine Ahnung mehr. Entweder wurden wir entjungfert oder aber wir haben Sandstein gefunden. Ey komm, wenn ich mal auf dem Weg hier bin, kann ich da gleich mal hier ein paar Äpfel pflücken. Für unsere liebe Großmutter, die rein zufällig so aussieht wie ein Wolf. Das muss so sein. Das liegt hier quasi in Genen. So. Hallo? Ach, denn halt nicht, sind wir mit dem Apfel hier. Und da kommen wir auch schon wieder aufs Wasser. Genau. Da hinten war Dschungel. Ach, da war. War das mit dem Dschungel da hinten waren? Oder? Digga, da gibt's keinen Sandstein, ne? Dann raste ich aber aus hier. Dann ist hier aber Feierabend, du. Dann ist hier aber Achterbahn, da ist ja. Naja, ich lass mich mal überraschen.
Weil wir brauchen echt Sandstein. Und zwar ausschließlich roten. Gott, Alter, im Vergleich zu diesem Eternal-Video, zu dem Let's Play, was ich gerade gemacht habe, auf jeden Fall, wisst ihr schon, da sieht das hier wieder sowas von Vanilla. Wo war das gerade? Hallo? Warum schockierst du so? Ja, auf jeden Fall im Vergleich. Ach, deswegen waren wir hier, genau wegen dem wegen dem Zeug hier. Dann hatte das also gar nichts mit Sandstein zu tun, dass wir hier waren. Scheiße. Egal, ich war trotzdem mal in die Richtung. Vielleicht haben wir trotzdem dahinter eine Wüste. Obwohl in der Nähe vom Dschungel auch meistens eine Wüste ist. Klaro, Ronny. Du bist so intelligent. Oh, scheiße. Ich sollte mich schon mal orientieren, wo überhaupt die Wolken lang gehen. Die Wolken kamen, glaube ich, von da. So hoffe ich. Wow, Alter, was ist denn hier los? Halleluja! Mein Rechner, ich mach hier gerade, weiß nicht, Harakiri. Sollte ich mal mit der Sichtweite runtergehen? Vielleicht wegen den ganzen Bäumen hier, kann natürlich sein. So. Das ist durchaus möglich. Und der Stachel trotzdem. Mist geburt. Woher weiß ich, dass wir uns verlaufen? Ich hab das irgendwie im Gefühl. Nein, ich bin noch nicht lang. Hallo? Bitte, hallo? Oh mein Gott. Wir haben uns so hart verlaufen. Wie lang ist denn dieser Urwald, ey? Ist ja ein richtiger Urwald. Boah, Alter, ist das geil. Also diese extrem großen Biome jetzt hier bei diesen neuen Map-Gens, die find ich echt ultra geil. Du kannst du wirklich echt wandern, bis du grau wirst. In Hoffnung, dass du dich nicht verwanderst. Ah, da ist auch schon Ende. Ja, die Wolken kommen von rechts nach links. Wir scheinen also richtig zu sein. Weil so hält das auch in Erinnerung. Okay. Wir sind raus also aus dem Urwald. Yay! Hier ist so schon wieder flüssig. Heißt also, es lag wirklich an den Bäumen. Halleluja, Alter. Diese Dschungelbiome, die ziehen aber auch echt Power. Ja, das Problem bei den Dschungelbiomen ist ganz einfach, die Welt ist ja nicht mit einmal immer da, sondern die Welt wird da praktisch im Nachhinein immer generiert. Beziehungsweise halt nachgeladen, je nachdem, ob sie bereits generiert wurde oder nicht. Und wird dann praktisch zu der vorhandenen Welt im Grafikspeicher dazugeladen. Und genau dieses Dazuladen ist dann immer das, was so viel Rechenleistung braucht, weil die Welt wird ja nicht nur geladen, sondern es wird ja auch praktisch geguckt, wie die Welt möglichst performant dargestellt werden kann. Heißt also zum Beispiel hier so eine zusammenhängenden Flächen werden auch als eine Textur geladen und solche Sachen halt. Und das braucht halt Rechenleistung. Und je komplexer die Geometrie ist, desto mehr Rechenleistung braucht dieser Prozess, der diese Mesh praktisch optimiert. Und dementsprechend braucht dieser Optimierungsvorgang halt gerade bei sehr komplexen Szenarien wie halt im Dschungel, wo halt sehr viel ist, wesentlich mehr Rechenleistung, jawoll! Wesentlich mehr Rechenleistung als jetzt halt bei einer normalen Landschaft. Geil! Sandstein! Hier ist nur einfach geradeaus funktioniert. Na, ja, muss ja auch. Ich meine, wenn man einfach geradeaus geht, dann hat man eine Strecke von 30.000 Blöcken zu laufen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei alle Biome einmal kreuzt, sehr hoch. Nur, es kann halt sein, dass man sie so lange braucht.
Und mit sehr lange meine ich sehr, sehr lange. Also wirklich ultra lange, ne? Da kann man so lange brauchen wie bei deiner Mutter. Wie viel Sascha brauchen wir jetzt eigentlich? Wir haben noch eine Fläche von circa 10x10 Blöcken. Das heißt, wir brauchen. Oh. Ach, ich mache einfach einen ganzen Stack. Ein Stack sollte reichen, auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall noch genug für zukünftige Anbauten. Ja, wie es der Fachmann so schön sagt, ne? Fuck you. Wow. Was geht? Ah, wir haben jetzt etwas gut ausgelastet. Na, scheinbar war noch niemand in dieser Gegend der Weltkarte, was ja auch wahrscheinlich ist, so weit wie wir gelaufen sind. Deswegen muss mein Server gerade die gesamte Welt hier an der Stelle der Map erstmal erstellen. Und das merkt man halt natürlich an der Auslastung. Junge, ich habe eine Rüstung, du kannst nichts anhaben, Wichser. Geh zu Hause spielen, Arschloch. Hab grad Besseres zu tun, als mit irgendwelchen Sandmonstern die Köpfe zu schlagen. Ernsthaft? Wo kommen wir denn da hin, ja, wenn es so weitergeht, ey? Besuch mal eine Erziehungskur, Penner. Du bist ganz schön aggressiv, ja? Scheiß Hater. So, wie viel haben wir? Ach komm, reicht. Feierabend, auf Ende. Wie komme ich wieder hoch? Gar nicht. Lol. Mann! Danke. Ja, richtige Richtung. Gut, dann laufen wir mal wieder nach Hause. Und dann war's doch mit der Aufnahme. Dann sehen wir uns denn in der nächsten Folge wieder, würde ich mal sagen. Jedenfalls jetzt ist schon spät. Ich glaube, ich spreche das am besten gleich direkt ab. Ja, ich spreche direkt ab. So, na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Ne? Ciao mit V.